Morgen, Mama. Morgen. Na, schlecht geschlafen? Kein Wunder, wenn ihm der eigene Sohn das Leben zerstört. Ach, Mama, der Hans zerstört weder dein noch unser Leben. Er hat den Betrieb eingestellt, ohne mit mir darüber zu reden. Ja, es ist ja letztendlich aber auch sein Hof. Ja und? Ich habe ihn aber aufgebaut. Ich und der Papa. Wir haben jahrelang dafür gekämpft, dass wir das schaffen. Und was macht er? Er schmeißt einfach alles über den Haufen. Er macht es nicht einfach so. Mama, er hat Gründe. Er ist mit seiner Arbeit hier einfach nicht mehr glücklich. Ach, glücklich? Hat mich einmal jemand hier gefragt, ob ich glücklich bin hier herum. Mama, mir geht das alles auch sehr, sehr nahe. Und der Hans hat wenigstens den Mut, jetzt eine Entscheidung zu treffen. Verstehst du, über Jahre hinaus sieht er für den Hof keine Zukunft mehr. Und jetzt hat er beruflich eine Alternative, das ist für ihn eine Riesenmöglichkeit. Verstehst du das nicht? Über Jahre hinaus? Das heißt, wenn ich vielleicht einmal Pflegefall bin oder gleich unter der Erde liege. Weißt du was? Ihr könnt mich ins Altersheim stecken. Morgen, Mama. Morgen. Morgen. Es wird Zeit für mich nie, oder? Es wird eine Weile dauern. Ich will gar nicht wissen, was passiert, wenn sie erfährt, dass das Viecher abgeholt wird. Das weißt du doch gar nicht. Warum weint die Oma? Ja, Lilly, weil... Es ist meine Schuld. Weil ich den Hof nicht übernehmen will. Stimmt doch, sonst hättest du den Betrieb nicht eingestellt. Na, wahrscheinlich nicht. Ja gut. Und, du bist dort eine Tour? Ja, auf die Hallerspitze. Freu mich schon. Das macht dir Spaß. Mhm. Cool. Apropos Job. Ich will nicht zu spät kommen, Chef. Ja, dann geh schon mal vor, ich hab Gleitzeit. Hans, wir müssen mit der Mama, glaube ich, noch richtig lange Geduld haben. Ja, er fragt sich bloß, wie lange. Wir sind da. Wir wären angekommen. Würdest du aufhören, mit dem Handy rumzuspielen? Lass mich halt schreiben. Du, übrigens. Was? Man hört von einem romantischen Abend zu zweit mit der Frau Jäger. Echt? Also Punkt 1, das war kein romantisches Abendessen. Punkt 2, von wem hört man sowas? Die Oma hat's mir gesagt. Die Oma hat's mir gesagt. Dann wirst du es aber nicht weiter sagen. Klar? Verstehe. Ui, ist es die Frau Jäger? Timing hat sie. Anne. Hey, störe ich dich? Ja, nee. Soweit alles gut. Naja, es geht um die Versicherung. Die haben immer noch nichts gezahlt. Und es ruft mich zweimal am Tag die Bank an, weil diese Woche die Frist abläuft, in der ich die Kredite tilgen soll. Aber diese Frau Jäger, die weiß von nichts. Sie hat mich in die Zentrale verwiesen. Und die wissen natürlich auch von nichts. Und jetzt warte ich seit 5 Tagen auf deren Rückruf. Aha, okay. Ja, mein gut, dann sagt das der Bank, dass das nicht an dir liegt. Ja, das habe ich doch gemacht. Das ist denen aber völlig egal. Die haben ihre Sicherheiten verloren, weil der Hof abgebrannt ist. Und jetzt wollen die ihr Geld. Und das wollen die von mir persönlich haben. Kannst du nicht einfach noch mal mit dieser Frau Jäger sprechen? Ihr hattet doch einen guten Draht zueinander. Vielleicht hilft es was. Ich habe da keinen guten Draht, Anne. Das. Ich. Kann ich machen. Ja. Danke. Ich wusste, dass ich mich auf dich verlassen kann. Gut, dann, sobald ich was weiß, dann melde ich mich, ne? Mhm. Du kannst dich aber auch gerne mal so melden, wenn du möchtest, weil. Naja, in der großen Stadt, da ist man manchmal ein bisschen einsam. Du, ich muss Schluss machen, der nächste Patient sitzt schon vor mir. Gell, ich melde mich dann. Ja, gut, wir hören uns. Frau Jäger hat gerade angerufen. Tatsächlich? Ja, sie fragt, ob du schnell vorbeikommen kannst. Sie hat sich irgendein Virus eingefangen. Ich habe Roman schon gesagt, dass er übernehmen soll. Cool, danke, Lilly. Ruf doch vorher kurz zurück und sag, ich bin gleich bei ihr. Passt. Ich fühle mich total gerädert. Ich sehe schon. Bitte. Fassen wir mal zusammen. Sie haben leicht erhöhte Temperatur, 37,4, geschwollene Lymphknoten. Ich habe auch immer so Schwindelgefühle. Schwindelgefühle? Seit wann haben Sie die? Schon seit ein paar Tagen. Okay. Haben Sie auch Kopfschmerzen? Ja, aber richtig schlimm erst seit gestern Abend. Mhm. Migräne? Mhm.
Okay. Entschuldigung, die Frage. Hormonell ist bin alles in Ordnung. Also bis jetzt hatte ich damit keine Probleme. Okay. Irgendwelche Unverträglichkeiten oder Allergien, von denen ich wissen müsste? Nicht, dass ich wüsste. Zurzeit im Leben großen Stress? Auch nicht mehr als sonst. Okay. Entschuldigung, würden Sie kurz halten? Dankeschön. So. Hier, festdrücken, bitte. Danke. Apropos Stress. Ich komme drauf. Frau Meierling hat mich angerufen und meinte, die Versicherung hätte noch kein Geld überwiesen. Ich dachte eigentlich, dass ich das mit der Zentrale geklärt hätte. Aber ich werde gleich noch mal nachhaken. Ja, das ist sehr lieb. Vielen Dank. Ich glaube, Frau Meierling wird sich da sehr drüber freuen. Das ist aber ein Ding. Ich habe eine schlechte Nachricht, Frau Jäger. Ich habe nur Kinderpflaster mit. Oh. Aber die gute Nachricht ist, Sie dürfen sich eins aussuchen, weil Sie so brav waren. Ja, super. Ich nehme den Löwen. Okay. Gut, wie gesagt, sobald ich was vom Labor höre, dann melde ich mich bei Ihnen. So. Stress. Entschuldigung. Vielleicht ist es ja die Versicherung. Ja, Frau Schröder? Was? Seit wann ist er denn weg? Ja, klar, ich rufe Sie sofort an, wenn er sich bei mir melden sollte. Aber Sie halten mich bitte auch auf dem Laufenden. Gut, später. Na, doch Stress? Mein Sohn Lukas macht mal wieder Stress. Ja, wie gesagt, also wenn ich was höre, dann, melde ich mich bei Ihnen. Ja. Können wir das nicht einfach mal lassen mit dem Gesieze? Ich bin Rieke. Ja, freut mich. Ich heiße Martin. Lukas. Wer ist das? Das ist Dr. Gruber. Er ist hergekommen, weil es mir nicht gut geht. Freut mich, dich kennenzulernen, Lukas. Fassen Sie Ihren Patienten so? Was? Ach so, ich, ja, grundsätzlich, ja. Wollen Sie mich verarschen, ja? Lukas! Machen Sie das hier verschwinden. Raus! Hey, jetzt reicht es! Es reicht! Ja, ist sehr gut, Frau Jäger. Ich muss sowieso los. Ist gut. Ich wollte nur fragen, ob Sie eine Krankschreibung für einen Arbeitgeber brauchen. Ja, das wäre gut. Gut, schicke ich Ihnen. Danke. Sag mal, was soll das? Die Frau Schröder hat schon angerufen. Hast du mein Zimmer auch aufgeräumt, ja? Nein, ich hab mein Zimmer nicht aufgeräumt. Zuerst den Papa, dann Milch und dann die Möbel. Damit du hier mit diesem Dr. Gruber rummachen kannst, Lukas, ja? Es reicht! Ich bin doch scheiße! Egal, was du machst! Mann, ich werde mein Zimmer schlafen! Ich will meinen verdammten Scheiß! Dr. Gruber! Scheiße. Was ist passiert? Scheiße, es tut mir leid. So. Halt mal den Arm ein bisschen hoch. Okay. Ach, klar. Also, Ruhe. Ich meine, es ist wegen dieser Krankheit. Ich habe Scheiße, es tut mir wirklich leid. Es tut mir leid. Ja. So, Lukas, so wie das aussieht, alles in die Praxis fahren. Ich wollte das wirklich nicht. Mit ein paar Stichen ist es wieder gut. Ich wollte einfach nicht. Ja. Wollen Sie mitkommen? Schaffen Sie das? Ja, klar. Bleib doch einfach hier. Ist ja sonst auch egal, wie es mir geht. Scheiße. Ah, fuck. Okay. So, fuck. Dann will mal fest draufdrücken. Dankeschön. Halt die Hand ein bisschen oben, Lukas, ja? Ja, mach ich doch. Ganz kurz, Rieke. Was ist los mit ihm? Vor 2 Jahren ist bei ihm eine schwere Borderline-Störung festgestellt worden. Und ich habe mir irgendwann nicht mehr zu helfen gewusst und ihn in eine betreute Einrichtung gegeben. Okay, das heißt, er wohnt gar nicht bei seinem Vater. Okay? Komm. Hey. Tour auf die Hallerspitz? Ja, genau. Danke. Ich hol die Gruppe jetzt gleich vom Brunnenwirt ab. Ja. Wir gehen die einfache Route, dann habe ich hinten raus noch ein bisschen einen Zeitpuffer, falls jemand schlapp macht. Als ob das schon jahrelang machen würdest. Hast eigentlich nachgedacht über die Teilhaberschaft? Wir sind ein super Team. Du, jetzt mal rein theoretisch. Also angenommen, ich würde Nein sagen. Was würdest du denn dann machen? Ja, dann müsste ich ja alles über kurz oder lang verkaufen. Wenn alles gut geht, dann kriegt ihr in 4 Monaten unser Kind. Auch wenn sie davon nichts mitbekommt. Und ich muss mich dann erstmal um unseren Sohn kümmern. Ich bin hier im Büro, du machst die Touren und wenn es nötig ist, dann engagieren wir noch ein paar Guides. Falls sie hätte wieder aufwacht, dann würde sie sich genauso freuen wie ich, wenn du bei uns mitmachst. Ich bin gerade dabei, bei uns oben den Betrieb abzuwickeln. Also, du steigst ein. Ich kau, ehrlich gesagt, nur auf einer Sache ein bisschen rum. Ja, schieß los. Also erstmal, damit es keine Missverständnisse zwischen uns gibt, ihr arbeitet unglaublich gern hier. Und ich werde auch weiter für dich arbeiten. Aber? Wenn ich bei dir als Teilhaber einsteige, dann bin ich wieder selbstständig. Und ich bin gerade heilfroh,
dass ich genau das eigentlich hinter mir habe. Buchhaltung, Quartalsabrechnungen, Versicherungen, Gespräche mit der Bank. Das Ganze, was halt dranhängt, wenn man die komplette Verantwortung trägt. Aber wie gesagt, ich kümmere mich ums Büro, du machst die Touren, wir sind die perfekten Partner. Denk drüber nach. Du, keine Sorge, das mache ich auf jeden Fall. Okay. Bis später dann, ja? Bis später, viel Spaß. Danke. So. Sieht ja ganz gut aus, jetzt haben wir es gleich. Und du bist in einer betreuten Einrichtung für Jugendliche, du hast ja wieder gehört. Ja, im Sonnenhof. Wer sich für diesen Knast so einen Namen ausgesucht hat, weiß ich auch nicht. Der Sonnenhof. Aber soweit ich weiß, ist der Sonnenhof doch ein ausgezeichnetes Therapiezentrum. Deine Mutter hätte dich umsonst dahin geschickt, oder? Das wissen Sie schon von meiner Mutter. Diese Kopfschmerzen bringen mich um. Was ist denn passiert? Lukas kann manchmal ziemlich heftige Wutanfälle kriegen. Sie sind doch Lilly Gruber, oder? Die Tochter von Dr. Gruber. Ja. Und Sie sind Frau Jäger von der Versicherung. So, Sie können jetzt rein. Danke. Hat der Kurier die Blutproben abgeholt? Per Express ins Labor. Falls auch, wie der Lukas davor gesagt hat, dass sie draußen warten soll. Ja, aber immerhin haben die beiden einander noch. Warum haben Sie eigentlich keine Kinder? Entschuldigung, ich bin immer viel zu neugierig. Alles schon gut. Tja, gut, dann sind wir soweit fertig, junger Mann. Dann schaue ich mir morgen noch mal die Wundheilung an. Und diesmal in ungefähr 2 Wochen kommen die Fäden raus. Glück gehabt, keine Sehne oder Nerven sind verletzt. Ist noch mal gut gegangen. Können wir jetzt nach Hause? Das geht nicht, Lukas, das weißt du. Du willst mich zurückschicken. Damit, ja? Der Sonnenhof hat die Aufsichtspflicht. Du gehst da zur Schule, du gehst da in deine Therapiesitzungen. Deswegen bist du doch dort. Ich bin da, weil du keinen Bock mehr auf mich hattest, Mama. So sieht's doch aus. Lukas, ich möchte mich überhaupt nicht einmischen, aber ich denke, es ist einfach so, dass deine Mama einfach Ruhe braucht und es in dem Fall besser wäre, wenn du in den Sonnenhof gehen würdest. Das hat sich schon immer gut gekommen. Wenn es mir schlecht ging, den sterbenden Schwan spielen. Lukas. Ich mach den Vorschlag. Ich muss sowieso noch los und dann bringe ich dich hin. Hm? Wollen Sie sich einschleimen, ja? Lukas. Martin, das ist... Alles gut. Ich kümmere mich um ihn. Wir kommen schon klar. Lili wird den Taxi besorgen, dann fährst du nach Hause. Und dann ruhst du dich aus, ja? Okay. Und denk dran, ein Schritt nach dem anderen. Und hier ist deine Krankschreibung. Danke. So, bin soweit. Das Nichtraucherauto. Schauen Sie noch? Okay. Hallo. Und? Erfolgreich die Welt vermessen? Zumindest einen kleinen Teil davon. Allerdings, Allerdings? Der Auftraggeber hat seine Pläne geändert. So wie es aussieht, werde ich meine Zelte hier abbauen müssen. Aber ich dachte, Sie bleiben mindestens noch bis Ende des Monats. Ja, ich weiß. Sehr schade. Wenn wegen dem Zimmer, wenn Sie schon irgendwelche Buchungen abgesagt haben, dann wird die Firma natürlich dafür aufkommen. Nein, schon okay, kein Problem. Naja, vielleicht machen Sie ja irgendwann mal Urlaub in der Gegend. Das ist eine schöne Idee. Und wann reisen Sie ab? Heute noch. Gut, dann mache ich Ihnen gleich die Rechnung fertig. Okay, das wäre nett. Dann. Sabine Schröder. Martin Gruber, hallo.
Sie wissen Bescheid, ne? Ja, Frau Jäger hat mich angerufen. Alles klar. Lukas, schön, dass du wieder da bist. Lukas, ich würde eventuell morgen mal vorbeikommen und nach der Wunde sehen, ja? Wenn Sie meinen. Ich bin gleich bei dir. Die Wunde ist schlimm? Schnittverletzung mit ein paar Stichen genäht, an sich nicht. Alles gut soweit. Sie kennen die Familienhintergründe? Ja, also ein wenig. Der Junge ist nicht leicht. Eigentlich hat er die besten Voraussetzungen für eine erfolgreiche Therapie. In der Theater AG ist er der Beste. Echt? Wenn er sich anstrengt. Ja. Aber bei ihm gibt es einen gewissen Teufelskreis, wenn Sie so wollen. Viele Borderline-Patienten reagieren extrem heftig auf das Gefühl, verlassen zu werden. Als Frau Jäger sich nicht mehr in der Lage sah, sich um ihn zu kümmern und ihn hierher brachte, da war das für ihn doppelt schlimm. Ja, können Sie nachvollziehen. Ich meine, wie Sie sagen, ja. Das ist nicht einfach. Frau Schröder, falls er Fieber bekommt oder Schmerzen in seiner Hand, dann rufen Sie mich am besten an, ja? Mach ich. Und sagen Sie, Frau Jäger, dass Lukas hier wirklich in guten Händen ist. Unterm Strich ist es sogar positiv, dass er dieses Jahr zweimal abgehauen ist. Ja, dann hoffen wir, dass er dabei bleibt. Ja. Gut. Geht's. Sie liebt dich. Und sie will, dass es dir bald wieder besser geht. Sie haben doch gar keine Ahnung. Was machen die Gedanken? Sie meinen, ob ich mich wieder umbringen will? Komm doch nachher zur Theaterprobe, ja? Ehrlich gesagt sind wir ohne dich ziemlich aufgeschmissen. So schlecht wie die anderen Bekloppten spielen, ist das auch kein Wunder. Alexander, hör zu, Rieke Jäger, das Differentialblutbild. Jäger, Martin. Noch nichts da. Was Dringendes? Na, ich hoffe nicht, aber die Kombination ihrer Symptome macht mir ein bisschen Sorgen. Blasse Haut, starker Schwindel, starke Kopfschmerzen, geschwollene Lymphknoten, verstehst du? Rieke Jäger, sag bloß, das ist die Frau von der Versicherung. Ja, aber das tut nichts zur Sache. Nichts zur Sache? Du hast für Annabelle eine Falschaussage gemacht. Jetzt ist sie deine Patientin. Du bist mir einer. Ja, ja, aber die Frau hat ja auch ihre Geheimnisse, ne? Muss ich das jetzt verstehen? Also, gut. Du, sag mal was anderes, das Babythema? Hör auf, ein Fiasko. Sie will, dass ich zu einem Fruchtbarkeitstest gehe. Kannst du dir das vorstellen? Eine Katastrophe. Ja, ja, verstehe. Leerer Becher, dunkle Kammer, abgegriffene Hefte. Viel Spaß, mein Freund. Ein Albtraum. Ja, ja, genieß es. Du, wenn du Befund vom Labor hast, dann ruf mich an, ja? Danke dir. Ja, mach ich. Schatz, ich muss sofort weiter zur Aufsichtsratssitzung, aber ich wollte, dass du weißt, dass ich mich sehr freue und dass ich das sehr zu schätzen weiß, dass du das machst. Klar, gerne. Weißt du, es liegt bestimmt weder an dir noch an mir, aber wenn wir schwarz auf weiß haben, dann kann es raus aus unseren Köpfen. Vera? Ja? Nichts ist schon gut. Okay, und denk dran. Wir machen es für unser Baby. Aber ich in der dunklen Kammer. Fünf Minuten sind wir dann da. Ja, Frau Bosner, der Hans Gruber hier, grüß Gott. Ich wollte bloß fragen, ob die Überweisung vom Gangerhof inzwischen eingetroffen ist. Die Bezahlung für unseren Viehbestand, Sie wissen schon, ja? Ja, perfekt. Ja, dann kann die Abholung ja wie geplant morgen stattfinden. Ja, ist ein guter Preis, sehe ich auch so. Hat mir einige Nerven gekostet, die Verhandlung. Also, vielen Dank, Frau Bosner. Wiederhören, machen Sie gut. Du musst euch keine Sorgen machen. Wir werden schon einen Weg finden, dass ihr da bleiben dürft. Den Hofladen mache ich auch wieder auf. Ich habe schon mit dem Angerer verhandelt. Wenn wir keine Felder mehr haben zum Anbauen, dann muss ich halt die Sachen dazu kaufen und mit Gewinn wieder verkaufen. Was meinst du? Borderline-Störung, die bricht einfach so bei Menschen aus. Ja, bei jungen Menschen meistens in der Pubertät. Das zeigt sich dann in heftigen Stimmungsschwankungen, suizidalem Verhalten, autoaggressivem Verhalten. Es geht dann gegen sich selber aggressivem Verhalten. Angst vor Nähe oder zu viel Nähe. Und ohne begleitende Therapie wird das für die jungen Menschen manchmal sehr, ja, sehr schwierig. Aber es kommt zum Glück nie allzu oft vor. Sie hat dir gar nichts gesagt? Nein. Na gut, warum? Hätte sie auch sollen.
Bist du sauer? Nee. Nein, mir wurde nur dadurch klar, dass ich sie eigentlich nicht wirklich kenne. Hm. Aber du magst sie trotzdem? Ja. Sie hat einen guten Humor. Warum musst du dich immer für Frauen mit Problemen interessieren? Weil frisch aus der Klinik, der Laborbericht von Frau Jäger. Gut, ich bin immer weg. Ist es was Schlimmes? Aber Werte sind auffällig. Martin, hat alles geklappt mit Lukas? Ja, ja, Frau Schröder hat den Empfang genommen. Es tut mir leid. Du hast bestimmt eine Menge Fragen an mich. Nee, ich habe keine Fragen. Alles gut. Ich habe aber einen Befund vom Labor. Was Schlimmes? Das müssen wir abklären. Also, es ist so, deine Schilddrüsenwerte sind leider weit außerhalb der Norm. Deine Leukozyten sind im roten Bereich und es gibt noch ein paar Entzündungswerte, die. Ja, die machen uns ein bisschen Sorge. Und was heißt das? Dass wir jetzt zu mir in die Praxis fahren, ich mache einen Ultraschall von der Schilddrüse. Okay. Ich hole nur schnell meine Tasche. Es war letztes Jahr der schlimmste Tag in meinem Leben, als ich mir eingestehen musste, dass ich mich nicht länger um Lukas kümmern kann. Es ging einfach nicht mehr. Seine Wutanfälle wurden immer schlimmer und ich wurde immer schwächer und dünnhäutiger. Dabei wollte ich so gerne stark sein. Und theoretisch wusste ich auch ganz genau, wie ich mich hätte verhalten sollen. Aber praktisch habe ich alles falsch gemacht. Ich habe ihn irgendwann auch nur noch angeschrien. Plötzlich sagt er mir ins Gesicht, dass er sich ja umbringen könne, wenn er mir sowieso nur zur Last falle. Und ich habe gesagt, dass er damit noch kurz warten solle, bis ich mich vorher umgebracht habe. Ich musste ihn weggeben, um uns beide zu retten. Ich habe dann die Geschichte erfunden, dass er zu seinem Vater gezogen ist, weil ich mich so geschämt habe, dass ich als Mutter versagt habe. Verstehe. Ja, aber ich hätte es dir erzählt, Martin. Ich hätte es dir erzählt, das musst du mir glauben. Rick, ich glaub's dir. Ist alles gut. Du hast doch gerade Lilly kennengelernt, meine Tochter. In der Praxis, ne? Ja. Kennst du ihre Geschichte, beziehungsweise die von meinem Bruder und mir? Ich glaube, die kennt hier so ziemlich jeder. Eben. Also, wenn du jetzt nicht von hier wärst und die Geschichte nicht kennen würdest und wir hätten unser erstes Date, ich glaube nicht, dass ich dir erzählt hätte, dass ich mit der Frau meines Bruders ein Verhältnis gehabt habe. Nicht? Nee. Wie gesagt, ich kann Sie an diesem Ultraschallgerät nicht so hundertprozentig sagen, aber hier sehen wir eine kleine Unregelmäßigkeit bei der Schilddrüse, dieser schwarze Fleck hier, siehst du? Sag aber nicht, dass das ein Tumor ist. Ricky, das kann alles Mögliche sein. Das kann eine Entzündung sein, das kann eine Vernarbung des Gewebes sein. Und, ja klar, es kann natürlich auch ein Tumor sein, aber jetzt machen wir es mal nicht verrückt. Ich würde das gerne abchecken und deswegen für morgen früh an der Klinik einen Termin für eine Biopsie ausmachen. Ich rufe deinen Kollegen an, ja? So ernst? Ricky, es geht nicht darum, ob das jetzt ernst ist. Es geht eher darum, das Ernste auszuschließen. Verstehst du? Ich wollte morgen sowieso noch zu Lukas fahren und nach seiner Wunde sehen. Dann könnt ihr dich mitnehmen im Krankenhaus absetzen. Tumor. Ricky, mach dich jetzt bitte nicht verrückt. Wir müssen es erstmal abklären. Okay? Ja. Soll ich heimfahren? Hast du Zeit? Ich denke ja. Gerne. Ja, mach ich. Sag ciao. Und wie war's? So problemlos. Super gelaufen. Wir haben gleich Trinkgeld bekommen. Super. Ist Timer natürlich. Nee, das behalten die Geiz bei uns. Die machen ja die ganze Arbeit. Aber ich habe gehört, dass deine Mutter den Hofladen aufgegeben hat. Ja, die Felder für den Gemüseanbau, die werde ich verpachten. Und kein eigener Anbau und kein Hofladen. Das ist bestimmt nicht einfach für sie. Ja.
Ich muss jetzt los. Darf ich dir das überlassen? Kein Problem. Okay. Kleine, wartet. Ja, ich hab versprochen, sie ins Bett zu bringen. Na klar. Grüß Susanne. Mach ihn. Und du die Jette. Ey, mein... Alles gut, kein Problem. Warte keinen Kopf. Ciao. Ciao. Du kommst hier bis morgen früh alleine klar, ne? Soll ich auflassen? Nein. Dann hol dich morgen gegen 9:30 ab. Hm? Wenn irgendwas ist, dann rufst du mich an. Das mache ich. Lukas wird irgendwann verstehen, warum du es getan hast. Oder warum du es tun musstest. Ja. Das hoffe ich. Irgendwann vielleicht. Bestimmt. Versuch zu schlafen. Was, Mama? Was soll das werden, wenn es fertig ist? Schick's doch. Mach den Laden wieder auf. Wenn ich diesen Wäschekühler brauche, ich kein Lagerraum mehr. Für eine Woche wird es lang. Und Zahlungsziel 14 Tage habe ich mit dem Angra ausgehandelt. Du hast dir das ganz genau durchgerechnet, oder? Ja, mein Gott. Natürlich, viel Geld ist es nicht, aber ich habe wenigstens wieder was zu tun. Hm? Und wenn die Nächte wieder wärmer werden, dann baust du ein Kühlhaus, oder was? Einfach in Ruhe. Mama? Scheiße. Mama? Die ist leer. Wir rufen Martin an, okay? Flach atmen, Mama. Flach atmen, okay? Martin, schnell! Der Inhalator ist leer. Gib mir ein Spray raus, Lili. Mama? Ganz ruhig, weiter. Ganz ruhig. Okay. Einmal. Okay. Nochmal. Zieh mir bitte die Spitze auf, ja. Danke. Es war so lange nicht mehr so schlimm. Ganz gut. Alles gut. Alles. Okay? Ganz ruhig. Ganz ruhig. Okay. Das wird schon besser. So, Mama, geht's wieder? Ja, ich hab's dir doch gesagt, oder? Ja, ich weiß schon, bis auf Weiteres keine körperlichen Anstrengungen. Genau. Es tut mir leid, ich hab mir überschätzt. Ja, das hast du wohl. Hans. Sag mal, denkt ihr wirklich immer nur alle, ihr habt mir die Entscheidung leicht gemacht? Nein. Nein, das denkt niemand, Hans. Wirklich nicht? Ich mach das nicht, um dir weh zu tun, Mama. Ich mach das, dass wir alle hier Zukunft haben. Und dass wir hier wohnen bleiben können. Das musst du jetzt endlich mal verstehen, bitte. Du wirst die Kühe verkaufen, oder? Ja. Der Gangerhof hat das Geld bereits überwiesen. Die Tiere werden morgen Mittag abgeholt. Morgen schon? Ja. Aber mit dem Geld kann man einen Teil der Kredite zurückzahlen. Und wenn wir den Traktor verkaufen und die anderen Gerätschaften, die Felder verpachten, dann bleibt sogar noch ein bisschen Geld übrig. Ja, dann können wir ja sogar mal in Urlaub fahren. Ach, Lili, bitte. Was? Das haben wir noch nie gemacht. Ich würde jetzt wirklich gern schlafen. Ja, irgendwann
Irgendwas muss sie tun, die Mama. Eine Aufgabe braucht sie. Wird sie denn überhaupt wieder fit? Ja, ja, die wird schon wieder fit. Nur, ich meine, in ihrem Alter, da dauert es halt ein bisschen länger. Ja, aber die Idee mit dem Hofladen war ja eigentlich gar nicht so schlecht. Der Plan war komplett auf Sand gebaut, Lilly. Die Gewinnspanne ist okay, wenn wir unser eigenes Gemüse verkaufen, aber nicht, wenn wir es beim Großmarkt einkaufen. So ist es. Wenn die Oma beim Großmarkt einkauft, dann muss sie mit den anderen Läden konkurrieren, die eben auch beim Großmarkt einkaufen. Verstehst du? Ja, dann behalten wir die Felder zum Gemüseanbau und die Oma kümmert sich drum. Ich wäre aber nicht hier sein können, um der Oma dabei zu helfen, die Felder Tag ein, Tag auszubestellen. Genauso wenig wie du. Das ist der Punkt. So. Und die Oma kann das machen, allein? Auf eine gewisse Zeit nur? Irgendwann nimmer. Leider, ja. Es ist übrigens so, dass es schon Interessenten gibt, der die Felder pachten will. Vollständig pachten sogar. Und was wird jetzt aus der Oma? Sie kann nicht den ganzen Tag einfach nur rumsitzen und Däumchen drehen. Ich meine, da wird sie ja verrückt. Ja, irgendwie werden wir das schon hinkriegen, oder? Wir haben das doch bisher immer irgendwie hingekriegt. Ja. Also ich muss jetzt schlafen gehen. Morgen wird ein anstrengender Tag. Für Nacht. Nacht. Was toll vorhin. Also beim Aufziehen der Spritze. Bist du cool geblieben? War super. Die Frau Bornholm hat mir auch gedrillt. Hm. Wenn sie was kann, dann das. Ja, trotzdem Kompliment. Danke. Ich würde übrigens gern weiter in der Praxis arbeiten. Ach. Naja, also, wenn ich mir das irgendwie leisten kann. Ich freue mich. Aber ich werde jetzt keine Ärztin. Na, schauen wir mal. Ist halt zum ersten Mal, dass ich den richtigen Job habe. Das ist ein gutes Gefühl. Wegen dem Ultraschall von der Frau Jäger. Die Frau Bornholm hat gemeint, dass es auch eine bösartige Gewebeveränderung sein könnte. Ja, kann es sein. Es kann zum Beispiel auch, Krebs sein. Aber man muss natürlich immer die Statistik im Auge behalten. Wenn statistisch gesehen ist, ist es relativ unwahrscheinlich, dass es Krebs ist. Aber man muss natürlich die schwerwiegenden Krankheiten erstmal ausschließen. Insofern hat die Frau Bornholm natürlich recht. Die Biopsie morgen wird Klarheit bringen? Davon gehe ich jetzt erstmal aus. Ich würde mir natürlich sehr wünschen, dass es im Prinzip nur vernarbtes des Gewebes ist. Das wäre ein Indikator für eine chronische Entzündung. Das heißt, sie hätte schon die ganze Zeit krank sein können und hätte es einfach nicht gemerkt. Mhm. Genau, das kann durchaus sein. Also das ist ja auch das Spezielle bei den Schilddrüsenkrankheiten. Also da gibt es ganz viele verschiedene Facetten. Was? Ich habe nur was gedacht. Ich mach mal so, Lilly. Du bist ins Bett. Wir morgen einen schweren Tag. Und ich muss noch mal los. Du bist dran. Gute Nacht. Verstehe nicht ganz, was du meinst. Nee? Nee. Okay, du hast doch gesagt, dass je schlimmer die Krankheit bei Lukas wurde, du dich immer schwächer gefühlt hast. Und er hat ja auch gesagt, du hast fast den Stern in den Schwan gespielt. Ich war halt manchmal so kaputt, dass ich kaum aus dem Bett gekommen bin. Genau. So. Frage, war das ein Dauerzustand oder war das mal besser oder mal schlechter? Mal so, mal so. Okay, so. Wenn ich jetzt also mit meiner Vermutung recht habe und wir wissen, was dieser schwarze Fleck im Ultraschall war, nämlich meiner Meinung nach vernarbtes oder entzündetes Gewebe, dann können wir davon ausgehen, dass du schon wahrscheinlich relativ lange an einer chronischen Erkrankung deiner Schilddrüse leidest. Und das heißt? Das heißt, dass diese chronische Erkrankung deiner Schilddrüse sich latent auf dein Immunsystem ausgewirkt hat. Und das macht dann Probleme, verstehst du? Symptome sind Müdigkeit, starke Kopfschmerzen, diffuse Schwäche, kommst nicht aus dem Bett und Antriebslosigkeit. Was wiederum heißt, dass nicht du als Mutter zu schwach warst für deinen Sohn, sondern dein Körper war zu schwach. Das heißt, es ging gar nicht anders. Aber wenn es was Chronisches ist, kann man da nicht was dagegen machen? Ja, wenn es was Chronisches ist, ich also recht behalte und wir dann wissen, was Phase ist, dann in aller Regel ja. Dann könnte ich wieder stark genug sein für Lukas. Ja, klar. Ich wünsche mir so, dass er hier wieder einziehen kann. Das kann ich verstehen. Wie gesagt, wir reden jetzt hier im Konjunktiv. Und wir müssen das erstmal abklären und dann haben wir Gewissheit. Ja. Gut, Ludwig. Um 14 Uhr dann. Ach so, und denk noch mal drüber nach, ob du nicht doch was von unseren Gerätschaften brauchen kannst. Ich denke, wir werden uns auf einen guten Preis einigen. Okay, das besprechen wir dann später, gell? Servus. Morgen. Morgen. So, du musst was essen, Oma.
Und trink deinen Kaffee. Der ist gut für den Kreislauf. Hast du das gehört? Das klingt schon wie eine echte Arzthelferin. Danke, Lili, danke. So, los, komm, wir sind spät dran. Ja. Oh, Paris is calling. Die lässt nicht locker. So. Ich nehm's Rad. Nein, ich sag nicht, ich bin in die Praxis. Anne. Guten Morgen. Na, auch schlechtes Wetter? Nö. Ach, schön, das freut mich. Also, bei uns, da passt das Wetter zu meiner Stimmung. Es hat gerade an der Tür geklingelt und da ist ein Einschreiben von der Bank. Ja, das klingt jetzt aber nicht so berauschend, ha? Ist es auch nicht. Die setzen mir jetzt eine Frist von 7 Tagen. Bis dahin muss ich die Schulden getilgt haben. Und wenn nicht, dann ordnen die die Verstreckung an. Also bitte sag mir, dass du irgendwelche guten Nachrichten von der Frau Jäger hast. Anne, ich... Ja, also ich habe vergessen, sie anzurufen. Aber es ist ja so, sie ist sowieso im Krankenstand. Und das könnte noch ein paar Tage dauern. Die ist krankgeschrieben? Das ist doch irgendeine faule Ausrede. Anne, das ist überhaupt keine faule Ausrede. Ich habe sie krankgeschrieben, verstehst du? Sie war bei mir in der Praxis. Aber du hast gerade gesagt, hä, wieso war die bei dir in der Praxis? Anne, ist das nicht wichtig, oder? Ja, das ist schon wichtig. Es scheint dir nicht klar zu sein, dass es hier um meine Zukunft geht. Also bitte streng dich an und sprich noch mal mit ihr. Ey, sag mal. Ja, ich muss los, Anne. Alles klar, danke, ciao. Ja. Moin. Hi, na, wie ist es? Mir geht's viel besser. Ich habe auch keine Kopfschmerzen mehr. Das liegt bestimmt an den Tabletten, die du mir gegeben hast. Bestimmt. Na, bist du nervös? Ja, schon. Jetzt warten wir einfach ab, was die Biopsie sagt. Okay? Hm. Und ich hoffe halt einfach, dass es mit Lukas wieder wird. Das wird bestimmt wieder. Hör mal, Anne hat mich angerufen. Sie meinte, die Bank droht mit Vollstreckung oder sowas. Ich habe eine Mail geschrieben in die Zentrale mit Dringlichkeit. Wenn die sich melden, wissen wir, warum das Geld noch nicht da ist. Okay. Morgen, Hans. Servus, Peter. Und wie ist es? Geht so. Was mit deiner Mutter? Frage nicht. Ist eine Buchung reingekommen heute Nachmittag. Hast du Lust mitzukommen? Jetzt zeige ich dir ein paar schwierige Stellen am Fluss. Klar, gern. Ihr müsst aber so um 2 für eine gute Stunde weg. Die Rindviecher, die werden halt abgeholt. Endgültiger Abschied. Aus und vorbei. Unwiederbringlich. Dann frage ich dich heute lieber nicht, ob du Teilhaber werden willst. Lieber nicht. Wenn ich dann pochen werd an die Tore von Quaywood und mein Name erschallen wird in den Gassen und Märkten, dann mögen mir die Statthalter und Speicherlecker des Königs ruhig den Eintritt verwehren. Aber das Volk wird es sein, das mir die Pforten öffnet, damit der rechtmäßige König zurückkehren wird auf den Thron, den ihm sein eigener Bruder einst genommen hat. Wir werden siegen. Habt ihr das gehört, Männer? Siegen werden wir! Das war ausgezeichnet, Lukas. Ehrlich. Sind wir dann fertig? Ja, sind wir. Hey, Lukas. Richtig, Sie wollen auch noch vorbeikommen. Ist mir gar nicht aufgefallen, dass die Wunde wieder blutet. Ja, sowas kann mal passieren. Ja, sieht ganz ordentlich aus. In 2 Wochen werden wir Fäden ziehen. Ja, dann. Also liebe Grüße von deiner Mutter ausrichten.
Lassen Sie mich raten, sie vermisst mich ganz schrecklich. Ja, so ist deine Mutter, sie vermisst dich. Und warum bin ich dann hier? Ach, Lukas, das weißt du doch. Erwachsene müssen manchmal Entscheidungen treffen, die den Kindern nicht schmecken, die aber gut und richtig sind. Bla, 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 bla. Wissen Sie, wie oft ich das schon hören musste? Oft. Zu oft. Du weißt, dass deine Mama gerade sehr angeschlagen ist, ja? Hat sie sich mit der Nummer auch im Finger gewickelt, ja? Mit welcher? Ich kann das nicht. Ich bin zu schwach. Du, das musst du mir glauben, aber wir kriegen das hin. Lukas, hör auf damit. Eine einzige Verarsche ist das. Sie ist gerade im Krankenhaus. Macht dort wichtige Untersuchungen. Ich weiß, du brauchst deine Mutter, du sehnst sie nach ihr. Aber vielleicht ist sie im Moment gerade umgekehrt, weißt du? Vielleicht braucht deine Mutter dich im Moment gerade. Wie soll ich ihr helfen, wenn ich hier bin? Ich weiß es nicht, vielleicht musst du dir eine Nachricht schicken, von mir aus eine SMS. Einfach ein Signal, damit sie weiß, dass du bereit bist, ihr zu verzeihen. Verzeihen? Ja, klar. Wie verzeiht man einer Mutter, die einen einfach abschiebt? Lukas, sie hat es sich bestimmt nicht leicht gemacht. Doch, doch, genau das denke ich. Sie hat mir damals versprochen, dass wir es gemeinsam hinkriegen, als Vater abgehauen ist. Versprochen haben wir uns das. Verstehen Sie? Lukas! Lukas! Lukas, warte! Denken Sie eigentlich verpinnig, was hier läuft? Dass wir einen tollen Macker spielen wollen, dem meine Mutter an die Arme fällt, weil sie es geschafft haben, dass wir uns endlich wieder versöhnen? Das beruhigst du dich, Lukas. Und das, was du sagst, ist Quatsch. Und das weißt du. Wissen Sie was, Dr. Martin Gruber? Sie können sie haben, ist mir doch scheißegal. Dr. Gruber, stimmt das, was Lukas da gerade gesagt hat? Dass seine Mutter und sie in einem privaten Verhältnis stehen? Es ist besser, wenn ich weiß, was den Jungen umtreibt. Ja, Frau Schott, ist es so, ich habe vorher kennengelernt, sie ist meine Patientin, aber von einem privaten, nahen Verhältnis oder was auch immer kann überhaupt nicht die Rede sein. Ist alles gut? Wissen Sie, Lukas hat damals sehr darunter gelitten, dass der Vater die Familie verlassen hat. Ja. Also was auch immer Sie und Frau Jäger vorhaben. Bitte denken Sie daran, wie Lukas mit so einer Veränderung umgehen würde. Klar. Na, dann fange ich immer wieder ein. Wie war es bei Lukas? Also ich denke, er empfindet mich einfach als, als Bedrohung. Martin, auf ein Wort. Ich zeige dir den Befund. Ich hole sie. Frau Jäger, bitte. Bitte, kurz und schmerzlos. Okay, Rick, kurz und schmerzlos. Du hast keinen Tumor und der Befund ist nicht lebensbedrohlich. Ist alles gut. Die Biopsie hat ergeben, dass du seit längerem an einer Schilddrüsenentzündung leidest. Diese dunkle Fleck, die wir im Ultraschall gesehen haben, wo wir nicht wussten, was es ist, ist zum Glück nur vernarbtes Gewebe. Die Größe und Dichte, das lässt darauf schließen, dass du seit einem, wahrscheinlich vielleicht sogar seit zwei Jahren an dieser Krankheit leidest. Sie werden in den nächsten Monaten eine gut verträgliche Hormontherapie bekommen. Dr. Gruber hat das Rezept für Sie. Danke, Herr Kollege. Ja, bitte. Das Selen, was ich dir gegeben habe, das nimmst du jetzt bitte weiter. Und dann warten wir einen Moment und dann schauen wir das Blut nochmal an. Dann werde ich also wieder ganz gesund. Davon gehen die weltbesten Ärzte der Welt aus, ja. Martin, ich müsste dringend... Urologen? Ja. Und diese Diagnose, das ist ja genau das, was du gestern Abend schon vermutet hast, dass mich diese Krankheit schon länger schwächt. Ja, das ist eben unter anderem ein Charakteristikum dieser Krankheit, dass sie dir den Saft zieht, die Energie raubt, die du brauchst für Lukas auch, klar. Und wenn ich ab jetzt diese Tabletten nehme, dann kann ich mich wieder um Lukas kümmern. Dann kannst du dich um Lukas kümmern und du bist körperlich und mental einfach wieder stabil. Ist alles wieder gut. Ich muss sofort zu ihm. Ja. Ricke. Moment, ganz langsam. Babyschritte, okay? Ja, aber ich kann es ihm erklären. Ich kann ihm endlich erklären, warum ich mich nicht um ihn kümmern konnte. Ricke? Noch eine Kleinigkeit. Wie Lukas, also offensichtlich denkt er, dass wir beide was miteinander haben. Ja. Da weiß er ja wohl mehr als wir. Frau Schröder hat allerdings... Frau Schröder hat das ja mitbekommen, als er mir das in den Kopf geworfen hat. Und da meinte sie, dass wir beide für ihn ein, heikles Thema sind. Damit hat sie wahrscheinlich recht. Ja. Also, wenn er mich nach dir fragt, dann... Sagst du? Nix. Genau.
Bist du nervös? Psst, Martin, ich bin auch gar nicht hier. Dr. Karmeiner? Sie haben mich erkannt. Aber ich habe mich doch unter falschem Namen angemeldet. Im Namen der Abteilung kann ich Ihnen jedenfalls sagen, dass wir Ihnen allen ganz, ganz fest die Daumen drücken, dass das positiv ausgeht, ja? Es wäre dann die dritte Tür rechts. Und wenn Sie unter 3 Minuten brauchen, gewinne ich 50 Euro. Also halten Sie sich an, ja? Ja, nun dann. Tu, was der Toni ist, mein Freund. Und tu es wie ein Mann. Aber gib Gas, mein Lieber. Ich warte auf dich. 3 Minuten. Martin, ich mach das nicht. Ich bin weg. Alexander, Dr. Gruber? Dr. Penrich? Dr. Gruber, eine Fruchtbarkeitsuntersuchung ist doch etwas völlig Natürliches. Nehmen Sie sich ein Beispiel an Alexander. Der hat es ertragen wie ein Mann. Der müsste eigentlich auch irgendwo hier sein. Nee. Nee? Der hat einen akuten Appendix reingekriegt. Naja, Ihnen jedenfalls. Toi, toi, toi. Dr. Gruber. Mama, was willst du hier? Ich habe das früher auch immer falsch gemacht. Muss Luft mit einatmen. Du rauchst? Hab ich, bis ich mit dir schwanger wurde. Aber da du ja ein überaus kluger und intelligenter junger Mann bist, wirst du damit gar nicht erst anfangen. Vielleicht mache ich es ja wegen meiner Krankheit. Blöd, was? Kannst du gar nichts gegen machen, gegen meine autoaggressiven Tendenzen. Müssen sich wohl die Profis drum kümmern, die du für mich engagiert hast. Ich weiß, dass du einen Stinkhut auf mich hast, aber du musst mir jetzt einfach kurz zuhören. Warum sollte ich das? Weil ich dir etwas zu sagen habe. Bitte, Lukas, es ist wichtig. Für uns, für dich und für mich. Na gut. Aber ich warne dich, wenn das wieder so ein Scheiß ist, dann... Kein Scheiß, versprochen. Auf geht's, Große, geh rein, ha? Also, werd gut aufpassen auf euren Pflichten, versprochen. So, hier den Traktor und die Gerätschaften. Es ist bereit, jetzt mir noch ein paar Prozentpunkte entgegenzukommen. Und sei das doch noch mein Interesse wächst. Es ist ein fairer Preis, Ludwig, das weißt du. Und es gibt auch noch andere Interessenten, gell? Der Grauwahns. Schon immer gut verhandelt, ne? Ruf die Uhr. Macht besser nicht so lang. Wenn wir uns unten über den Weg laufen, will ich nicht, dass du mich anredest. Mama, jetzt. Ich wünsche dir viel Glück in deinem neuen Job. Freiheit. Immerhin. Hast du echt gut bequatscht, die Schröder. Muss man dir lassen. Ja, aber nur, weil ich dir versprochen habe, dass ich dich pünktlich zur Aufführung morgen zurückbringe. Kommst du? Ja, natürlich komme ich. Das lasse ich mir doch nicht entgehen. Die Schröder lobt übrigens immer wieder dein Talent. Vielleicht werde ich ja mal ein berühmter Schauspieler. Um Gottes Willen. Ich habe dich echt vermisst. Dieser Dr. Gruber scheint ein guter Arzt zu sein. Zum Glück. Sonst wärst du jetzt nicht hier. Weißt du, was wir jetzt machen? Die Konsole anschließen und die ganze Nacht sinnlose Rennspiele zocken?
Wir fahren zur Aussichtsplattform nach Steinplatte. Verstehe. Ich meine, wir haben uns damals versprochen, dass wir es gemeinsam hinkriegen. Und das hat ja nicht so geklappt. Und ich dachte, vielleicht kriegen wir es ja diesmal hin. Aber nur, wenn du okay bist. Also in 20 Minuten Fußmarsch. Klar. Ich habe Tabletten und mir geht's gut. Das machen wir. So. Einmal die Unterschriftenmappe. Was? So, dann habe ich eine Unterschriftenmappe. Seit jetzt. Kann der Lukas jetzt wieder zu Hause wohnen? Der Lukas, der wird jetzt erstmal seine Therapie fertig machen. Und wenn er die fertig hat, dann kommt er nach Hause und dann werden die beiden hoffentlich gut klarkommen miteinander. Und welche Rolle spielst du dabei? Wahrscheinlich dezent im Hintergrund. Dezent? Du? Tut mir leid, dass ich störe, aber wir haben ein Problem. Die Mama hat die Koffer gepackt und ist ausgezogen. Was? Zu Susanne, in Gasthof. Kommst du? Martin, soll man Hallo sagen gehen? Ach, schau mal, wer da ist. So. Ja, hallo. Mal Hallo sagen. Hallo. Na, wie geht's meiner kleinen Zauberfee? Ja, gut. Fein. Der großen Zauberfee? Soweit. Und dir? Alles schick. Ja, viel Glück. Na, komm. Mama, na? Darf ich? Du schon. Aber es ist doch völlig albern. Der Hans geht hier ein und aus. Du wirst nicht drum rumkommen, mit ihm zu reden. Ja, ich habe ihm gesagt, er soll mich nicht anreden. Es gibt auch nichts mehr zu besprechen. Mama, bitte. Jetzt lass mich in Ruhe. Weißt du, es ist eigentlich ganz einfach. Wir sind eine Familie, wir haben einen Hof und da gehörst du hin. Und für was? Dass ich meinen erwachsenen Söhnen das Essen pünktlich auf den Tisch stellen darf. Und meine Enkeltochter. Ja, zum Beispiel. Du brauchst gar nicht so blöd zu lachen. Der Hans trifft seine Entscheidungen und ich meine. Aus. Ah, verstehe. Jetzt kommt die große Bibelnummer. Auge um Auge und Zahn um Zahn und so, verstehe. Ich muss jetzt erst einmal überhaupt wissen, wer ich bin. Und ich will nicht, dass irgendjemand von euch Druck auf mich ausübt. Ist das klar? Ja, ist angekommen. Kein Druck für Mama. Wie geht's dir mit der Rike? Ja. Ja, also, ist vielleicht ein bisschen kompliziert. Schon wieder? Schon wieder. Hast du gewusst, dass sie einen Sohn hat? Ja, klar. Lukas. Der ist letztes Jahr zu seinem Vater gezogen. Zum Beispiel, das macht's nicht unbedingt einfacher. Wie geht's dir mit der Anne? Ja, so halt. Also ich glaube, sie hat noch ein paar Komplikationen mit der Versicherung. Aber... Komplikationen? Ach du Scheiße. Mama, Entschuldigung, ich muss was telefonieren, ich habe was vergessen. Ich brauche gerade eine Pause. Dr. Gruber, hallo. Ist alles in Ordnung bei dir? Ja. Mama. Ein kleiner Spaziergang mit Lukas. Aha, du dir wie im Marathonlauf. Ist Lukas bei dir? Alles klar. Nur eine Nacht. Und ehrlich gesagt, sind allein Sie daran schuld. Aha, na, ist doch cool. Du, warum ich anrufe? Ah, ja, stimmt. Wegen der Versicherung, das habe ich ganz vergessen. Ich werde gleich meine E-Mails checken. Rieke? Mama? Mama! Rieke. Hörst du mich? Mama! Mama, hörst du mich? Mama! Dr. Gruber? Dr. Gruber hat sich plötzlich umgefallen. Atmet sie? Mann, ich weiß es doch nicht. Sie liegt hier, sie rührt sich nicht, sie macht einfach gar nichts. Mama! Okay, ganz ruhig. Lukas, ganz ruhig. Du legst sie auf die Seite. Und sagst mit aller Ruhe, wo ihr seid. Ich bin sofort da, ja? Wir sind an der Steinplattform. Mama! Super, mach Lukas, danke. Rieke?
Rieke, Hans, machst du mir bitte den Rucksack auf, danke. Pulsoxy. Atmung ist flach, Puls ist stabil. Wir machen Sie transportfertig, bringen Sie in die Klinik. Rufst du den Heli, danke. Ja. Was ist denn mit dir? Ja, sagen Sie halt endlich, was los ist mit dir. Lukas, pass auf, ich weiß es nicht, okay? Wir fliegen Sie ins Krankenhaus. Wenn du den Griff hast, dann kommst du mit, wenn nicht, bleibst du hier. Hast du verstanden? Ja. Okay, Jungs, los geht's. Alexander, Sie ist ganz kreislaufstabil, aber die Sättigung macht mir Sorgen. Wir brauchen sofort das CT. Okay, ich kümmere mich drum. So, dann wollen wir. Siehst du das? Alexander, das ist eine Vollkatastrophe. Wieso haben wir das übersehen? Was weiß ich, Martin. Wir brauchen sofort hochdosiertes Cortisol. Das ist alles meine Schuld. Ich wollte euch unbedingt da hoch. Und? Wie geht's dir? Lukas, deiner Mama geht's nicht wirklich gut. Wir haben sie auf die Intensivstation verlegt. Aber ihr ging es doch wieder gut. Das haben sie doch selber gesagt. Lukas. Das habe ich gesagt. Bei deiner Mutter geht es um die Entzündungsherde der Schilddrüse. Diese Entzündungsherde können sich, was aber sehr selten passiert, aber es passiert, können sich auf das Gehirn ausweiten. Dieser Fall ist eingetroffen. Ja, leider. Das hat dann wiederum zur Folge, dass lebenswichtige Funktionen, wie zum Beispiel Kreislaufregulierung oder Atemfunktion, sehr beeinträchtigt sind. Aber sie wird doch wieder gesund, oder? Die nächsten 12 Stunden wird entscheidend sein. Wir tun wirklich alles, Lukas, damit wir mit Medikamenten diese Entzündungsherde eindämmen können. Morgen früh können wir dann eine Prognose abgeben. Sie meinen, ob sich Ihr Gehirn wieder erholt hat? Genau. Und wenn nicht, dann? Wenn nicht, dann müssen wir eventuell mit bleibenden Schäden rechnen. Mit bleibenden? Und das heißt dann was? Dass sie sich nie wieder um mich kümmern kann? Dass wir nie wieder eine Familie sein können, oder was? Wir müssen jetzt erstmal Geduld haben. Ich will keine Geduld haben, ich will meine Mutter zurück! Sie haben es verbockt, stimmt? Sie haben es verbockt? Sie haben übersehen, wie krank sie ist, weil sie die ganze Zeit schöne Augen machen mussten. Aber ich krieg sie dafür dran. Lukas, stopp! Es reicht! Es reicht, Lukas. Du machst die Vorwürfe. Der Roman hat es mir noch mal erklärt. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Entzündung der Schilddrüse auf das Gehirn niederschlägt, liegt bei 1 zu 100, ich weiß. Es ging ihr ja gut. Und deine Diagnose war eigentlich richtig. Eigentlich. Aber sie war nicht vollständig, Lilly. Verstehst du? Und dadurch haben wir eine Menge Zeit verloren. Irgendwie blind, ich hatte nur noch das Happy End der beiden im Kopf. Und ich dachte, ich hätte es geblickt. Einen Scheißdreck habe ich. Wie geht's denn dem Lukas? Macht mir Vorwürfe. Und hast du recht. Ja, aber du hast es nicht wissen können, Martin. Ich hätte es aber wissen müssen, Lilly. Genau an dem Punkt, an dem der Lukas wieder anfängt, glücklich zu sein. Genau dann muss ich ihm sagen, dass seine Mutter vielleicht für den Rest ihres Lebens ein Pflegefall ist. Ja,
Aber du bist nicht für alles und jeden auf der Welt verantwortlich. Wenn morgen die Frau Jäger wieder aufwacht, dann schaut sie euch an und sie lächelt. Und alles ist wieder gut. Bestimmt. Morgen. Guten Morgen. Na, gut geschlafen? Ja. So gut wie lange nicht mehr. Schön. Sag mal, kann ich dir irgendwie helfen? Oh, Lisbeth, du bist hier mein Gast. Ach, Schmarrn. Ich hole mir jetzt ein Tablett und helfe dir. Ist doch klar. Deine Mutter ist ein ziemlicher Sturschädel. Naja, irgendwoher müssen wir sie haben, der Martin und ich, oder? Und? Wird sie es schaffen? Ich weich zu kochen. Bis dass sie den Betrieb wieder aufnehmen? Hm. Keine Chance. Die Entscheidung steht. Ehrlich gesagt, habe ich schon viel zu lange über dein Angebot nachgedacht. Partner? Partner. Lukas, da bist du ja. Was ist mit dir? Also, die Ärzte haben jetzt erste Tests gemacht und es ist wohl offenbar so, dass sich ihr Zustand noch nicht, wie erhofft, gebessert hat. Was? Noch nicht, Lukas, hörst du? Dr. Kahnweiler sagt, wir müssen jetzt weiter Geduld haben. Dann sag mir doch gleich, dass sie sterben wird. Lukas. Nee, dann sag's mir doch! Sag's mir doch, Mann! Mann, sag's mir doch! Ah, das ist das! Lukas! Ihre Atemfunktionen sind aufgrund der Gehirnentzündung immer noch betroffen. Verstehe. Ich fahre gerade los, ich bin gleich bei euch. Seht zu, dass ihr sie stabil haltet, ja? Alles klar, danke dir. Frau Schröder. Martin. Alexander, und? Wir haben sie extubiert, um zu sehen, ob sie alleine atmen kann, aber momentan ist sie stabil. Weißt du, wie es um sie steht? Nein. Lukas ist weg. Ich habe die Polizei benachrichtigt und unsere Erzieher verständigt, falls er sich bei Ihnen meldet. Glauben Sie, tut sich was an? Bisher waren es immer nur Drohungen, wenn er davon gesprochen hat. Aber jetzt, das ist anders. Oder? Wir haben ein kleines Problem mit deiner Atemfunktion, Rieke. Ich will Lukas sehen. Ich weiß, Frau Schröder spricht mit ihm. Er sagt, er möchte nicht sehen. Also so, dass es dir so geht, wie es dir geht. Verstehst du? Gib ihm einfach ein bisschen Zeit. Wo sind Sie? Ja. Alexander, komm.
Martin? Wir müssen nochmal intubieren. An den Polycortisol schnell dran. Offensichtlich das Leben zu nehmen. Lukas, bleib ganz ruhig stehen, hörst du? Lukas, ganz ruhig stehen bleiben. Ich will die bloß sichern, okay? Bleiben Sie da stehen. Lukas, ich hab gesagt, Sie sollen stehen bleiben! Verpiss dich! Okay, alles klar, ist gut. Alles gut. Und wenn ich dann pochen werde, an die Tore von Quaywood, und mein Name erschallen wird in den Gassen und Märkten, dann mögen mir die Speichelecker und Statthalter des Königs ruhig den Eintritt verwehren. Aber das Volk wird es sein, das mir die Pforten öffnet, damit der rechtmäßige König zurückkehren wird auf den Thron, den ihm sein eigener Bruder einst genommen hat. Lukas! Lukas, du sprichst jetzt nicht von abnormal! Sie schon wieder. Lukas, hörst du mir jetzt ganz genau zu, okay? Du springst jetzt hier nicht runter. Du hast zu mir gesagt, du willst deiner Mutter helfen. Wenn du jetzt da runterspringst, glaubst du nicht im Ernst, dass du ihr hilfst? Ist doch fast schon romantisch. Sie stirbt und ich sterbe. Im Tode endlich vereint. Lukas, lass den Quatsch. Deine Mutter liegt im Krankenhaus, da geht's nicht gut, okay? Aber sie wartet dort auf dich. Du kommst jetzt hier rüber, dann gehen wir zum Hubschrauber und dann fliegen wir in die Klinik. Okay? Lügen. Es sind immer nur Lügen. Sie ist doch schon längst tot. Das ist nicht wahr, Lukas. Sie ist im Krankenhaus. Da musst du nur ein paar Tage bleiben, dann kommt sie heim. Sie wartet auf dich. Denken Sie? Ich weiß nicht, wie das hier läuft. Wenn Sie mir sagen, dass sie tot ist, dann würde ich ja so oder so springen. Klar, da jubeln wir den Kleinen mal unter, dass seine Mutter wieder auf den Beinen ist. Und? Wo ist sie denn? Wo ist denn meine tolle Mutter? Sollte sie nicht hier sein und ihren eigenen Sohn davon abhalten zu springen? Tun sowas nicht richtige Mütter? Nein? Ist doch egal, ob sie tot ist oder nicht. Oder ob ich tot bin oder nicht. Was soll es überhaupt sein für so ein Scheißleben? Mit dieser Krankheit. Und keiner ist da, der sich um einen kümmert. Lukas, du hörst mir jetzt ganz genau zu. Deine Mutter ist im Krankenhaus, das ist die Wahrheit. Und sie lebt, okay? Und sie wartet auf dich. Das ist die Wahrheit. Gut, dann fangen wir doch mal an mit der Wahrheit. Wollen Sie etwas von meiner Mutter? Lukas. Kein Schritt näher! Okay. Also hör mir zu. Ja, ich will was von deiner Mutter. Und sie will was von mir. Wir sind beides erwachsene Menschen, Lukas. Und du bist auch erwachsen. Und das ist die Wahrheit. Und wenn dir die Wahrheit nicht passt, dann kannst du ja springen. Dann spring doch runter. Legen Sie es nicht drauf an. Ich sag's jetzt zum letzten Mal, Lukas. Weißt du, worum es jetzt geht? Deine Mutter braucht dich. Sie braucht jetzt dich, verdammt nochmal. Und zwar jetzt. Du kommst jetzt hier rüber und dann fahren wir zu ihr. Martin, ich komme mit guten Nachrichten. Die Probleme im Atemzentrum sind deutlich zurückgegangen. Ist das super? Habt ihr Kontrolle mit ihr gemacht? Ja, klar. Die Entzündungswerte im Gehirn haben sich deutlich verkleinert. Sie ist wach und orientiert. Und die Fetalfunktion ist im grünen Bereich. Also deine Mutter wird wieder gesund werden. Ja, sehr bald sogar. Sie meinen? Ja. Danke. Dankeschön.
Martin, Martin. Hm? Wenn sie wieder fit ist, wirst du ihr sagen, dass deine Aussage im Versicherungsprotokoll eine Lüge war? Eine Lüge, Alexander, das... Nee, gut. Das war keine Lüge, das war... Martin, die Wahrheit ist die Wahrheit und wird immer die Wahrheit bleiben. Und das war nicht die Wahrheit, also sagst du es ihr? Erstmal nicht. Und wirst du Vera sagen, dass du gestern gekniffen hast? Na, was heißt denn gekniffen? Ich habe ihr gesagt, dass ich den Termin auf heute verschoben habe. Herzlichen Dank nochmal, dass du ihr die akute Appendix untergejubelt hast. Das war sehr gut, sehr gut. Gerne. Aber du hast heute auch keinen Termin, oder? Nein. Martin, ich bin fruchtbar. Das ist eine Riesendemütigung. Du lügst mir einfach so ins Gesicht, ja? Ihrer Schatz. Ich habe gerade Dr. Burkhardt von der Urologie im Fahrstuhl getroffen. Und siehe da, kein Termin für Dr. Kahnweiler, weit und breit. Dr. Gruber. Dr. Fendrich. Hast du denn wirklich so eine Angst, dass es an dir liegt? Das ist doch Quatsch. Ich kann ganze Armeen zeugen, das ist kein Problem. Zack, zack. Ah, dann mach. Ein Baby würde mir schon reichen. Das ist hier nicht der richtige Zeitpunkt, über solche Dinge zu reden. Punkt. Punkt? Hm. Du bewegst auf der Stelle ein paar von deinen verschreckten Spermien unter das nächste Elektronenmikroskop. Punkt. Dr. Gruber. Dr. Fendrich. Weiber. Gruber? Ich bin's, Rieke. Hi. Schön, dich zu hören. Na, soweit alles gut bei dir? Ja. Ich wollte dir nochmal Danke sagen, Phil. Für alles, was du für Lukas und mich getan hast. Ja, passt schon, alles gut. Und ich habe eben die Mailbox abgehört. Dr. Hausmann von der Zentrale war zweimal drauf. Das ist der Leiter der Schadensregulierung. Ja, und? Sie wollen den Fall Distelmeier nochmal aufmachen. Und dafür auch nochmal mit Anne sprechen. Gleich nächste Woche bei mir im Büro. Okay, verstehe. Das heißt, am besten rufe ich sie an, dass sie so schnell wie möglich hierher kommt, oder? Das wäre gut, ja. Ich muss Schluss machen, Dr. Gruber. Dr. Gruber? Was? Achso, verstehe. Ja gut, dann sag Lukas einen schönen Gruß von mir. Nee, warte, lieber nicht. Alles klar. Danke. Ich melde mich wieder bei Ihnen. Das Gesiebte könnt ihr euch sparen. Ich weiß, dass er auf dich steht. Und wirst du ihm das Leben zur Hölle machen? Ich kann es ja auf meine Krankheit schieben. Was ist denn los? Warum schaust du so? Anne kommt wieder. Oh. Wie schön. Ja, wie schön.